Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Oscars-Video und heute geht es um die beste Hauptdarstellerin. Da sind einige interessante Ladies und Damen nominiert und wir fangen an mit Sally Hawkins aus The Shape of Water. Eine sehr minimalistische Rolle bzw. ein Schauspiel, das ist insgesamt wirklich dezent, was sie an Emotionen bringt, weil sie ja nicht spricht, sondern das Ganze durch Zeichensprache und ihre Mimik und Gestik ausdrückt. Fand ich persönlich jetzt nicht so überragend, ist schon sehr gut, aber überragend ist leider auch was anderes. Ebenfalls sehr gut, wie ich fand, war Frances McDormand aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und die hat damit auch ihre fünfte Nominierung, die hat schon vorher 5 Nominierungen gehabt und auch einen Oscar schon bekommen. Und die ist durchaus gut, stark. Allerdings fand ich ihr Schauspiel an manchen Stellen zu minimal, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Weiter geht's mit Margot Robbie für I, Tonya, den habe ich nicht gesehen, aber was ich im Trailer gesehen habe von ihr, ist schon echt stark und gut, denn die war ja auch schon in The Wolf of Wall Street richtig gut und dementsprechend sehr interessant. Ebenfalls sehr interessant ist für Lady Bird Saoirse Ronan. Die hat schon 3 Nominierungen bekommen und die war in Brooklyn unfassbar gut. Und da habe ich mir gedacht, warum hat sie keinen Oscar dafür bekommen damals? Also ihr würde ich es hier richtig wünschen. Und zu guter Letzt haben wir die ja, eiserne Lady sozusagen, Meryl Streep, mit 21 Nominierungen zuvor und auch schon 3 Gewinnen. Dementsprechend, ja, das ist eine alte Lady für die Verlegerin. Man muss sagen, ja, die Verlegerin, ich fand sie dort in dieser Rolle jetzt nicht so überragend. Also ich fand den Film ein bisschen zu überhyped und das wird auch in meiner Kritik jetzt auch, oder seht ihr auch in meiner Kritik, dass ich den Film jetzt nicht so überragend fand. Und ihr Schauspiel ist da, fand ich leider auch nicht so gut. Sie ist zwar durchweg solide, aber mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen, was ich sehr schade fand. Dementsprechend, ja, meine Empfehlung wäre hier wirklich für Lady Bird Saoirse Ronan. Den anderen gönne ich es natürlich auch, weil diese Schauspielerinnen sind wirklich alle sehr, sehr gut und haben auch alle einen Oscar verdient. Vielleicht Meryl Streep nicht ganz so, die hat ja schon 3 daheim stehen. Aber sie ist trotzdem eine geniale Schauspielerin. Ja, das war es soweit mit meiner Kritik, Kritik war es ja nicht, mit meiner Empfehlung und Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schreibt mir euren Favoriten auf jeden Fall in die Kommentare. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!